Sofort fallen lassen! Sie haben kein Recht dazu! Siehst du das? Ja. Verdammt. Er hat das Urheberrecht. Hi Leute, schön, dass ihr dabei seid. Heute ein neues Gesicht an meiner Seite. Es ist niemand anderes als der League of Legends Streamer Sola. Ja moin, schön, dass ich hier sein darf. Ey, schön, dass du dabei bist, wirklich. Du bist ja quasi Babo, was so lustige Themen wie Strafrecht im Internet oder Strafbarkeit im Internet und Lizenzen und Urheberrecht und so weiter. Ja, ich versuche up to date zu bleiben, ist halt sehr wichtig für meinen Job. Aber ich sag mal so, es ändert sich viel regelmäßig. Die Gesetze sind sowieso immer ein bisschen hinterher und es gibt auch ein paar schwammige Dinge, aber ich gebe mein Bestes. Ja, ey, geil, dass du da bist. Ich meine, wir alle haben täglich mit Lizenzen und Rechten zu tun, ob wir wollen oder nicht. Zum Beispiel Streamingdienste. Also früher war das ja nicht normal. Früher war das nicht normal. Aber jetzt ist es fast schon gang und gäbe, dass jeder von uns mindestens einen Account hat bei einem Streamingdienst oder irgendwie einen Freund hat, der sich mal vergessen hat abzumelden. Shoutout an die Freunde übrigens, über die wir oder einige von uns bestimmt streamen. Man fragt sich selten, wie das eigentlich funktioniert. Ja? Man zahlt ja monatlich an so einen Streamingdienstanbieter, der dann aber wiederum von dem Geld die Rechte für Filmen und Serien kauft und die uns zur Verfügung stellt. Also alles hat irgendwie mit Urheberrecht, Lizenzen und Rechten zu tun. Urheberrecht ist ein gutes Stichwort. Ne? Was ist das Urheberrecht? Also es ist quasi buchstäblich das Recht des Urhebers. Es geht einfach darum, dass derjenige, der ein Werk erstellt, sei es ein Bild, Ton, Musik, Kunst, Videospiel auch dabei. Und der darf entscheiden, was damit passiert. Ne? Dass es nicht vervielfältigt wird oder wie es vervielfältigt wird. Dass niemand quasi so tut, als ob es sein Besitz ist, seine Kreation. Das alles schützt eigentlich das Urheberrecht. Dass man wirklich für das, was man selber schafft, auch das Recht hat, das zu benutzen, wie man möchte. Ich blende euch mal noch eine konkrete Definition ein. Was, also jetzt nichts gegen deine Definition, Bro. Yes. Was da alles für Werke drunter fallen. Ja, mit Computerspielen solltest du dich ja eigentlich ganz gut auskennen. Ja. Hoffe ich. Also ich investiere zumindest viel Zeit rein, wäre schade, wenn nicht. Aber ja, bei Computerspielen ist es quasi auch so. Die sind ja irgendwo auch Kunst und theoretisch brauchst du einen Lizenzvertrag, wenn du ein Computerspiel nutzt. Ist sogar so, wenn man ein Spiel installiert. Ne? AGBs akzeptiert man, liest man auf jeden Fall auch. Ja, jeder klar, von euch. Klar, sagt, den Lizenzvertrag unterzeichnet man oder macht man auch einen Haken theoretisch. Praktisch gesehen bei anderen Werken ist es quasi so, du musst jetzt nicht jedes Mal irgendwas unterschreiben, wenn du Musik hörst oder so, weil im engen Privatgebrauch quasi, das ist sozusagen du und deine engen Verwandten, Familie, die, da kannst du das halt für dich privat nutzen. Aber alles darüber hinaus brauchst du theoretisch die Zustimmung. Das heißt jetzt konkret für dich als Streamer, dass du auch zum Streamen und zum Veröffentlichen deines Streams, dass du da die Zustimmung des Herstellers brauchst. Wie, also streng genommen ja. Aha. Aber hast du die denn auch? Ja, sag ich mal so. Also ist realistisch gesehen so, dass man es halt macht, dass es sozusagen einfach grundsätzlich erstmal erlaubt ist, weil natürlich die Hersteller auch ein Interesse dran haben. Also das ist ja kostenlose Werbung für die. Normalerweise zahlen ja Hersteller, um ein Spiel zu zeigen. Und da ist es einfach so, ja, die machen es halt mehrere Stunden am Tag vor Tausenden von Leuten. Das heißt, es ist wirklich so, dass es dann einfach grundsätzlich erstmal geduldet ist. Aber theoretisch könnte jederzeit der Hersteller kommen und sagen, du darfst jetzt nicht mehr. Machen wir nicht, wäre nicht so schön, nee. Und an der Stelle des Streamings kommt dann auch schon das Veröffentlichungs- bzw. Vervielfältigungsrecht ins Spiel. Veröffentlichungsrecht ist eigentlich sehr simpel, bedeutet einfach, dass der Urheber entscheiden darf, wo, wie, wann sein Werk veröffentlicht wird. So, also du kannst sagen, da dürft es zeigen, da dürft es nicht zeigen. Gibt dann jetzt zum Beispiel auch ein paar dubiose Webseiten, wo man vielleicht den einen oder anderen Kinofilm schon ein bisschen früher schauen darf. Das ist natürlich nicht erlaubt, weil da niemand die Zustimmung für gegeben hat. Und da kann es tatsächlich auch richtig teuer werden. Also da kannst du nicht nur, wenn du die Seite betreibst, sondern auch, wenn du es konsumierst, belangt werden. Da können dann Abmahnkosten entstehen, Schadensersatz. Also das ist gar nicht mal so ein schönes Thema. Nicht gut, don't do it! Nee. Vervielfältigungsrecht ist quasi der andere Part. Da geht es darum, dass jemand auch dafür entlohnt wird, wenn sein Recht genutzt wird. Ne? Dafür, das war sein Uhr. Mann! Seine Uhr ist im besten Fall an der Wand, aber ich meine sein Werk. Ja. So, das wird genutzt. Damit da jemand für entlohnt wird, gibt es Lizenzen. So, und die kannst du erwerben. Es gibt aber auch zum Beispiel Situation wie bei YouTube. Da ist es interessant. Da kannst du theoretisch ein Video hochladen und alles mögliche an Musik benutzen, weil YouTube quasi die Einigung mit den Labels hat, dass du dann quasi keine Werbeeinnahmen für das Video bekommst und die Werbeeinnahmen gehen dann an den Urheber der Musik, also an die Labels. Und so kannst du quasi deren Werk nutzen. Ja, hast du dann ein geiles Video, schöne Musik, aber halt auch irgendwie nichts davon. Ja, naja, also, aber also alles für die Kunst. Aber manchmal ist es wichtiger, ein geiles Video zu haben mit geiler Musik, als jetzt mal einen Euro mehr zu verdienen. Das ist tatsächlich einfach so.
Bei Computerspielen ist es dann aber auch so, dass du da ja auch Geld ausgibst, um ein Spiel zu spielen, zum Beispiel. Ne? Du kaufst dir ein Spiel, Vollpreistitel 60 Euro, 70 Euro inzwischen, ne? Das ist auch nicht mehr billiger. Und da ist es so, wenn du streamst, vervielfältigst du das ja. Das heißt, das ist ja theoretisch eigentlich nach unserer Definition eindeutig nicht erlaubt. Ja. Haben wir jetzt ja aber vorher schon geklärt, dadurch, dass es sehr viel kostenloses Marketing ist und eine Win-Win-Situation im Prinzip ist, wird das geduldet. Also eigentlich kann man sich nicht drauf verlassen. Realität sagt aber, bisher konnte man sich drauf verlassen und deswegen ist das so ein bisschen... Die Win-Win-Grauzone. Genau, die ist das. Okay, soviel zu den Lizenzen und Rechten des Spielherstellers. Es kann aber auch sein, habe ich mal recherchiert, dass, wenn es ganz doof läuft, du von deiner Landesmedienhauptstadt... Landesmedienanstalt als zulassungsbeschränkter Rundfunk kategorisiert wirst und dafür eine Rundfunkzulassung brauchst. Genau, Rundfunklizenz ist... ja, das ist ein unschönes Thema gewesen in der Vergangenheit. Hat sich ein bisschen gebessert, aber früher war es wirklich so, das war relativ willkürlich. Manche brauchten eine, auch wenn sie vielleicht 50 Zuschauer, 100 Zuschauer hatten, weil du theoretisch nur 800 Leute erreichen können musstest. So, jetzt im Internet 800 Leute erreichen, das machst du auch mit deinen Tweets wahrscheinlich. So. Easy. Hat sich jetzt aber geändert. Also endlich, da gibt es jetzt, sag ich mal, eine neue Gesetzgebung, dass es so ist, dass du 20.000 durchschnittliche Zuschauer brauchst. Und das schaffen halt sehr, sehr wenige in Deutschland. So. Also da gibt es 5-6 Leute, die da regelmäßig drüber kommen. Und wenn du da drunter bist, dann... Und die brauchen, sorry fürs Unterbrechen, aber die brauchen dann so eine Rundfunkzulassung. Die brauchen eine Rundfunklizenz. Das ist doch teuer, oder? Ja, aber was wenn man... Das kann schon in den fünfstelligen Bereich gehen, aber ich sag mal so, wenn du 20.000 Zuschauer hast, dann kannst du dir das auch leisten. Also da, ich glaube, dann ist es halt ein akzeptables Übel, aber ist für die wenigsten tatsächlich halt dann relevant. Und ab der Größe ist es ja auch so, da bist du ja gefühlt auch ein bisschen Meinungsmacher. So. Das heißt, ab dann ist es irgendwo vielleicht auch gar nicht mal so unsinnvoll, auch wenn das kein Wort ist, dass man das dann tatsächlich braucht. Was gibt's denn so für Kategorien, die man erfüllen muss, um als Rundfunk zu gelten, wenn ich jetzt Rundfunk werden will? Was muss ich machen? Habe ich mir natürlich rausgesucht, damit du bald Rundfunk sein darfst. Also, Mensch, mein erster Gast dann. Perfekt. Aber nur mit Lizenz, ne? Also, zum einen ist wichtig, dass du redaktionell gestaltetes Programm hast tatsächlich. Sendeplan sozusagen. Dieses alte Recht hat, wie gesagt, dass du mindestens 500 oder 800 so in die Richtung gleichzeitig Leute erreichen können musst. Das hat sich, wie gesagt, geändert. Inzwischen ist diese 20.000er-Grenze, die dich da eigentlich absichern sollte. Ne? No hate, aber 20.000 Leute muss man erstmal erreichen, ne? Das war nicht so einfach. Also es war schön mit dir an dieser Stelle. Das war auch das letzte Mal, dass du dabei warst. Dein Spaß. Ja, aber genau. Und ansonsten ist es quasi so auch, dass das, was du machst, dauerhaft abrufbar sein muss. Also wie eine Mediathek quasi. Heutzutage halt auf YouTube oder wo auch immer. Ja, so, das sind quasi die Kriterien. Aber mir ist jetzt kein Fall bekannt, wo jemand, der seit dieser Gesetzesänderung unter 20.000 Average-Zuschauern war, trotzdem belangt wurde. Also das war früher wirklich schlimm, dass da willkürlich Leute rausgezogen wurden. Und inzwischen ist es nicht mehr so. Wie schaut's bei dir aus? Kommst du über die 20.000 durchschnittlichen Zuschauer schon hinaus? Ja, also da muss man jetzt auch nicht so. Müssen wir jetzt nicht im Detail so was? Nee, da ist noch Luft. Sehr viel Luft ist da noch. Hey, wenn es soweit ist, dann gleich hier die Lizenz beantragen, ne? Bei der Kommission für Zulassung und Aufsicht der Landesmedienanstalt. Genau. Kurz da. Zack. Super geile Abkürzung, by the way. Ja. Zack, ist dein Geld weg, oder? Gut, fassen wir mal ein bisschen zusammen. Das ganze Thema ist relativ wishy-washy, wenn wir mal ehrlich sind, ja? Also wenn man sich da weiter reinfuchsen will, dann macht es Sinn, sich da irgendwie einen Rechtsbeistand zu suchen. Wie war das bei dir? Hast du, bevor du angefangen hast zu streamen, hast du einfach gesehen auf YouTube, ah, guck mal, andere machen das auch, ich mache das jetzt auch, darf ich das eh? Also ich glaube, so läuft es bei fast allen ab, ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, niemand geht vorab Mann. Zu einer Anwaltskanzlei, sagt sich, wie sieht denn das eigentlich aus? Sondern die meisten Leute machen es einfach und im Nachhinein irgendwann kommt da der Punkt, wo du damit mal in Verbindung gerätst oder jemanden kennst, der damit mal in Verbindung gerät und dann merkst, oh, da ist vielleicht Information nun gar nicht so verkehrt. Hast du schon mal irgendwie Rechtsbeistand gebraucht oder hast du Rechtsschutzversicherung, sowas in die Richtung? Also gebraucht noch nicht, Gott bless. Aber ich bin in so einer Sondersituation, dass ich ja quasi beim Unternehmen bin und die haben eine Rechtsabteilung. Das heißt, sollte da mal irgendwas passieren, kann ich mich an die wenden. Da bin ich. Der feine Pinkel lässt regeln, ja? Läuft bei dir. Aber es ist schon so, dass ich glaube, inzwischen das gang und gäbe ist, dass viele halt ein Management haben, in welcher Form auch immer. Und das dann so ein bisschen über die geregelt wird. Also da ist man meistens fein raus tatsächlich. Und schon mal irgendwie was so controllermäßig oder so ein Keyboard mal so kaputt gekloppt beim Zocken? Also wer mich kennt, weiß, ich nie prinzipiell aufregen bei künftig. Nie die eigenen Sachen, immer nur die des Freundes. Ach so, ja. Dann ist eine Haftpflicht natürlich nicht verkehrt, ne? Wenn der Controller aus Versehen aus der Hand in Richtung Fernseher gleitet. Ja. Warum auch immer, so Schwerkraft, schwieriges Thema. Dann ist eine Haftpflicht nicht verkehrt. Also kann man mal machen. Ja gut.
Ich habe keine Fragen mehr. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare drunten schreiben. Genau. Ansonsten Daumen da lassen, abonnieren, glockieren und wir sehen uns nächste Woche. Geil, dass du da warst, Digga.